Am Laufenden. So, das hier müsste jetzt Folge 3 sein von Mirror's Edge. Ich will ab und zu immer Assassin's Creed sagen, aber das stimmt ja nicht so ganz, weil es hier eben auch so um dieses Klettern und Erforschung, wie es ums Klettern geht. Und wir müssen über den Centurion Plaza laufen jetzt. So, und dazu müssen wir einen wunderschönen Wallrun an der Tür und wieder mal vom Video flüchten. Huch, wie cool ist denn jetzt so? Wer ist das? Hör auf zu drücken. Ne? Kommt sie nicht wieder? Das ist natürlich ganz schlecht. Ich kann jetzt auch nicht einfach stehen bleiben und warten, bis die Flamme nicht wieder richtig ist. Weil wir kriegen Zoom. Auf dem Weg. Atme gleichmäßig weiter und lauf fest. Ach, ich bin nicht außer Atem. Also, geht noch. Egal was hinter dir ist, lauf einfach weiter. Auf der Plaza musst du deinen Ausgang auf die Bahnüberführung geben. Nein, okay, ja. Seite, oh Gott, das war knapp. Ich hab damals so einen Frosch im Hals, das, sorry. Kann ich nichts machen. Kopf voraus, sei vorsichtig. Jawohl. Fahr vorsichtig. Könnte glatt sein. Blitzeis. Damn. Nehmen wir schon erstmal weg. Guck mal. Da war wohl noch einer. Lauf weiter bis zur Bahnüberführung, das ist der einzige Weg. Ja. Wow. Ich dachte, das nimmt sie an einem. Tut sie aber nicht. Du hast dich ganz abgehängt. Ich geb dir Creek. Creek. Creek geht Creek. Komm, hol dich hier raus. Ich heiße Effi. 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 Ist das der Effi? Tja. Effi. Viel. Ephil. Lia. Heißt sie Ephil, Lia? Komischer Name. Bist du okay? Komm schon. Du hast dich gut geschlagen, Faith. Ich weiß immer noch nicht, warum die Cops so schießbütig sind, aber ich bleib dran. Und mach dir keine Sorgen um deine Schwester, wir regeln das. Verdammt, Merk! Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Sir. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Aber sie sind ziemlich schießwütig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Pope Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an. Also Vorsicht da draußen, Cell. Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Cop der Stadt hinter ihr her. Ist das das Beweismaterial? Ja. Es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum Höchsten. Icarus? War das nicht dieser Grieche? Genau. Sein Vater hat ihm Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen. Und keine Flügel mehr und kein Icarus mehr. Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er, das weißt du, Faith. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr, aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet ihr euch. Wollen wir wetten? Wer? Jackknife. Drake weiß, wo Jackknife steckt. Er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Aber auf dem Weg dahin wimmelt's nur so von Cops. Klar. Du kannst den Kanälen bis nach Hampton Town folgen. Also los. Wäre auch zu einfach gewesen. Hallo? Springt? Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters Robert Pope, der erschossen in seinem Büro aufgefunden wurde. Wir waren es aber nicht. Verdächtige festgenommen und sucht jetzt nach einer jungen Frau, die den Tatort kurz vor Eintreffen der Polizei verlassen hat. Hm.
glaube, das einzige Mal, wo man das hier braucht, oder wo ich es gebraucht habe in dieser 1,5 Stunden. So, ich hau ein bisschen auf den Tasten rum. Ich hoffe, das ist nicht allzu laut. So, und jetzt passiert das. Muss man immer sein kann. Hilfe. Das macht ja so wieder so. Ich hätte stehen bleiben sollen. Mal schauen, was er dann macht. Luft holen. Hey. Bisschen Leben regenerieren. Also das möchte ich nicht auf schwer durchspielen. Beziehungsweise, mach ich schon. Du musst aus den Kanälen rausfällen. In der Nähe gibt es einen Wartungszugang. Ich suche einen neuen Weg. Ein Sniper. So. Und hier. Machen wir mal zu. Und jetzt wieder kraxeln. Also mal ist es richtig schnell und dann ist es auch wieder richtig, richtig langsam. Das Spieltempo. Ja. Toll, tolle Sache. Da benutzt man Leertaste, wie im Tutorial gesagt, und dann kämpft sie sich nach oben. Das war so nicht gewollt. Sie haben dich eingekettet. Du musst die Kanalisation erreichen. Hier weiß ich auch schon, wie es weitergeht. Aber es ist nicht mehr lange. Also, es ist jetzt nur noch hier rein, unten rum und dann haben wir es auch schon. Chefmeister. Machst du mal ordentlich hier. So. Ups. Und ups. So. Und rüber. Und immer runter. So. Jetzt müssen wir ein kleines Türchen öffnen. Gerade groß genug für uns. Und das haben wir auch schon gesehen. Was auch immer das hier sein soll. Flow Regulation. Nicht, dass wir jetzt gleich hier Wasser reinkommen. Nein, weiß ich jetzt auch. Aber wenigstens schnell. Ja, dann haben wir wenigstens ein schnelles Vorankommen. Dann werden das hier nicht allzu viele Folgen. Also ich habe irgendwie bis zu dieser Stelle, glaube ich, doppelt so viele Folgen gebraucht, um einfach nur... Nein, nicht doppelt so viel. Ausgang sein, sieht ziemlich hoch aus. Um Ecke.
rüber. Von dort. Auf jeden Fall, ich hab mehr als drei Folgen jetzt hier gebraucht. Wenn das jetzt. Ist das die dritte? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Los, auf jeden Fall die, nicht, dass die Kopf nicht da runterkommt. Ja, doch, das ist die dritte. Aber ich habe wesentlich hier länger gebraucht. Ich weiß gar nicht, was du gemacht hast. Es ist ja jetzt nicht so. Ah ja, die Scharfschützen da oben, genau. Da sieht man sie. So, weg da. Ach. Ich dödschbattel. Nochmal. Haben wir ja gleich. Beeil dich! Beeil dich! Oh, leck! Okay. Ah. Scheiß Sniper. So. Ich wollte ja nicht fluchen. Ich wollte ja mal seriös sein. Einer der wenigen, die hier seriös sind. Das funktioniert einfach nicht richtig. Eliminieren. Schalte schon wie dich gleich. Aus dem Weg. Auf jeden Fall musst du da durch. Ja, jetzt komm schon. Schwing. Uah. In den Bauch. Auf den Kopf. Zack. Sollen wir snipern? Sollen wir oder sollen wir nicht? So schön hier mit. Bash, bash. Ah, nee. Wir spielen das durch ohne hier komisch. Hab ich schon geschossen? Ne. Ohne hier komisch Waffengewalt zu machen oder sowas. Uah, das war fast zu knapp. So. Und jetzt darauf. Und jetzt das ekligste überhaupt. Für keinen Geld der Welt würde ich das machen, nicht. Ich glaube, ich würde mir sowas von derbe in die Hose machen. Ich mache mir jetzt schon derbe in die Hose. Ja. Achso, springen, nicht ducken. Sie sind drin, los, raus da, Faith! Ellie, Effi, mein Name ist Effi. Nicht zu weit. Ja, genau. Oh, was war das? Es hat kurz geruckelt. So, jetzt müssen wir da rüber. Und jetzt müssen wir da rauf. Und jetzt müssen wir hoch, da runter. Schöne Aussicht, ziemlich steil. Ultra steil. Über den Abgrund spazieren wir. Über den Abgrund spazieren wir. Oh. Das ist so groß, das ist so grün. Ich glaube, ich nenne dich grün. Dein Ausgangsfeld, Black Knife, ist nicht mehr weit. Mann, ich runterfahre. So, rüber. Wall Run, bam. Also ich habe ehrlich gesagt sowas hier zu Wasser, Kanalisation, Zeugs, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Müsste es ja, wenn, dann wieder in Amerika geben, aber die haben ja immer alles größer. Fast alles. Es gibt so eine Sache, auf die wir Europäer ja gerade die männliche Generation, Generation. Die Männlichkeit hier in Europa kann ja auf eine Sache aufsterben. Nicht aufsterben. Ich wollte sagen, auf was stolz sein, aber das ist definitiv nicht sterben.